Joho Plans versus Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück am Riesenwellenstrand. Na, das wird ja was. Wir begeben uns immer noch in diese schweren Level. Wobei ich bis jetzt sagen muss, dass es doch ganz gut läuft. Manchmal etwas chaotischer, als ich es mir gewünscht hätte. Aber dank der Poolsauger oder Säuberungsgerät, wie man das auch nennen möchte, haben wir doch bis jetzt die letzten Runden ganz gut überstanden. Ist nur eine Frage der Zeit, wo das auch nicht mehr funktioniert. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Überlebe den Zombie-Angriff. Die meisten Pflanzen wurden vorab für dich ausgewählt. Die meisten? Was ist mit die meisten gemeint? Ach, du Schreck. Jetzt darf ich mich noch entscheiden, welche Pflanze ich dann sonst da haben möchte, ja? Und da sind tauchende Zombies dabei, ja? Oh Mann, das macht ja Spaß. Da freue ich mich schon drauf. Dann nehme ich den Pak Choi. Los geht's. Ich mag die Musik, die ist cool. Moment, ich muss Sonnenlicht sammeln, so viel es geht, weil jetzt gleich kommt ja ein Zombie und der muss weg. Du kommst einfach mal unter Wasser. Ich denke, das ist die sinnvolle Variante. Ebbe. Nicht so geil. Ich hoffe, wir kriegen den Kleinen da platt. Komm schon, kleine Meerjungfrau. Ja, der kleinen Meerjungfrau ist der Kopf abgefallen. Ist das nicht süß? Machen wir das jetzt gerade mal so von der Taktik her. Zumindest da oben. Später möchte ich hier eigentlich dann die Pea-Shooter stehen haben. Aber erstmal kann. Ja, friss ruhig das Blatt, das ist mir doch egal. Hier, du kannst ja erstmal weg. Ach, du heilige Scheiße. Ich meinte, so ein Mist. So. Hier, den kann man mal wegsaugen. Na, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ich weiß ja nicht. Oder unten kann. Der kommt so nah. Der taucht ja die ganze Zeit. Der kommt ja nicht rechtzeitig aus dem Wasser. Scheiße. So, jetzt hau mal den kaputt hier. Ach du liebes bisschen. Wir sind so ein Eimer-Typ. Hau ab, du. Niemand kann dich leiden. Verschwinde. Oh, Scheiße, da unten ist noch eine. Oh, du liebes bisschen. Da kommt jetzt aber richtig was an, du. Und das ausgerechnet an so ein paar Orten, wo ich nicht direkt darauf vorbereitet bin, mich so vielen Zombies zu stellen. Kann man den trotzdem noch untersaugen? Ja, es geht trotzdem noch. Jetzt kommt schon eine große Welle. Toll, wir haben nicht mal Dünger dabei. Ist überhaupt nicht gefallen. Hier, einen von den beiden müssen wir auf jeden Fall unter Wasser saugen. Braucht dringend Pak Choi. Danke. Hau drauf, Pak Choi. Ich weiß, dass du das kannst. Schlag zu. Und hier oben machen wir das mal ein bisschen anders. Hast du das da gerade weggenommen, du blöder Sack? Glaub's, geht los. Wow, that was close. Versetze ich gerade meine Sonnenblume dahin. Frisst jetzt die Sonnenblume auf. Dann kann der dahin. Oh Gott. Du Schreck. Müssen das immer mehr werden? Die da oben gefallen mir jetzt gerade gar nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, das hat ausgereicht. Thanks goodness. Hier unten wird es jetzt aber knapp. Schlagen ja auch nach hinten. Der muss weg. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt bewältigen soll.
Also die kriegen wir weg, aber den da unten nicht. Nehmen wir die mal weg hier mit Elektrizität. Gott. Die Hölle. Die Hölle wartet auf. Mit ihren grauenvollsten Kreaturen. Geht mal weg da, ihr grauenvollen Kreaturen. Niemand mag euch. So, du da so hin und schießt jetzt wenigstens ein bisschen, ja? Oh Gott, ich brauch Sonnenlicht, brauch Sonnenlicht. Ich brauche Sonnenlicht! Ah! Nein. So. The böse close one. Wenn du das jetzt gefressen hast, mein Lieber, dann kommst du jetzt gleich mal aber unter die Erde, du. Sag ich dir gleich, du. Ach, du, schon den noch eins, wie die da futtert. Das ist mir gar nicht gefallen, du. Hier, noch ein bisschen schießen von hinten hier. Oh Gott. Warum sind das so viele Helme? Wer hat sich das ausgedacht? Ein Helmi wahrscheinlich. Nee, der muss weg da. Vielleicht müssen die da auch weg. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt schon die letzte Welle. Dann könnten die Poolreiniger unsere letzte Rettung sein. Ich befürchte, die Poolreiniger werden wieder unsere letzte Wartung sein. Ja. Ich sehe es jetzt schon kommen. Mhm. Läuft doch ganz ausgezeichnet. Nein, ich werde doch kein Geld dafür aufwenden, dafür, dass die Poolreiniger hier sowieso alle Zombies sind umbrezeln. Okay, vielleicht eine Lane schaffen wir sogar noch. Das könnte eventuell klappen. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde einfach, was sie bei Plants vs. Zombies natürlich gemacht haben, um an viel Geld zu kommen, ist so schwer wie möglich, damit die Leute Geld ausgeben. Und das ist ja nicht traurig, weil diese Level sind teilweise einfach nicht mehr hundertprozentig ohne Verluste schaffbar. Und das finde ich unnötig und schade und traurig. Also gar nicht schaffbar teilweise, ehrlich. Ja, nimm's doch ruhig da dran. Also, das ist unnötig und übertrieben und in keiner Weise in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Dass man die Level so schwer macht, dass man sie halt einfach gar nicht schaffen kann ohne Power-Ups, wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, total die OP-Pflanzen bekommen hat. Ist ein ganz nettes Konzept. Bin ich aber persönlich überhaupt kein Freund von. Muss ich doch gestehen. Muss ich gestehen, ja. Plants vs. Zombies 1 hat einem immer alle Möglichkeiten gegeben, ohne Probleme alle Wellen zu schaffen mit der richtigen Taktik. Und hier wird es einem einfach so schwer gemacht, dass es nicht richtig klappt. Das ist unnötig. Da hat aber typischerweise mal wieder EA seinen Finger drauf gehabt, wir wollen möglichst viel Geld damit verdienen, trotzdem wird das Spiel Free-to-Play, statt es zu verkaufen. Jeder hätte Plants vs. Zombies 2 gekauft. Schön angelehnt an Plants vs. Zombies 1, die ganzen neuen Pflanzen, alles cool. Und dann lieber einen Hard-Mode reinbringen, wo man vielleicht zusätzlichen Content kaufen kann. Ja? Es hätte doch keine Sau gestört. So, gibt's mal wieder irgendwas Besonderes? Ein Yeti vielleicht? Der müsste ja eigentlich noch unten angezeigt sein. Wobei, die Yeti-Boxen, da ist immer ein bisschen Geld drin. Da sondern das Spannendste nicht. Und dafür muss man immer ein altes Level durchspielen. Was würden wir denn hier kriegen? Erstmal gar nichts und dann gibt es ein Geschenk. Ja, ich würde mich aber schon ganz gerne bis zum nächsten Schlüssel auf jeden Fall durchkämpfen. Und dann würden wir auch, was auch immer die da sind, die sehen süß aus, die hätte ich gerne. Und ich stehe auf diese Poolparty-Action, auch wenn es zugegeben ziemlich schwer ist. Och, du brauchst nur eine Ausrede, warum du verkackst. Das ist nicht wahr. Ausrede, warum ich verkacke. Ich will das Feld nochmal genauer angucken. Scheiß. Ich meinte... Mist. Mist, hoffentlich nicht. Dum. Mist. Ist das eine Möwe gewesen oder ist da irgendwas gestorben? Wobei die Teile bringen einem fast... Ja gut, am Anfang ist das jetzt der erste Zombie-Wegschlag, aber das bringen die einem schon. Was nehmen wir denn da bloß? Eine Frosterbse. Die haben uns bis jetzt ja schon so manchmal den Poppes gerettet, würde ich mal behaupten.
Machen coole Musik, die lullt dich dann ein. Der Boy ist das Spiel eigentlich voll mega schwer. Kann ich den irgendwie? Nee. Die können ja auch nur auf dem Wasser gepflanzt werden. Das ist ja irgendwie blöd. Ein bisschen zumindest. Aber dann tun wir dem einfach mit einer Eispflanze wegballern. Ich ja auch. Jetzt müssen wir auch noch ständig den doppelten Aufwand betreiben. Oh Gott, es werden immer mehr. Also viel Sonnenlicht jetzt zu kommen, damit das klappt, so weiß ich jetzt auch nicht. Das könnte jetzt problematisch werden, wa? Hier muss ich auf jeden Fall von abgehalten werden. Wow. Please. Das könnte echt schwierig werden. Halt, hier, den da. Zieh ihn runter. Zieh ihn weg. Mach, stirb, ja. Ja, friss das ruhig, ist mir egal. Das ist eh nie gemocht. Das war so ein blödes Blatt. Das stinkt so. Oh je, meine. Was mit dem Eis? Es geht. Okay, den hauen wir weg. Den hauen wir sowas von weg jetzt. Oh, wenn jetzt gleich die Flut kommt, habe ich ein Problem. Kriegen wir die vorher noch weg, bitte? Gut. Der haut auch nach hinten. Kriegen wir die bitte noch weg? Kriegen wir die bitte weg? Bitte, ja? Danke, fein. Oh Gott. Es wird gerade immer schwerer, das zu schaffen. Gut. Brauch mehr Sonnenlichtpower. Sehe ich ein. Aber das mit dem Frosten ist schon mal wesentlich effektiver, als ich es gedacht hätte. Brauchen aber viel mehr Sonnenlicht. Ja, der kommt da ein bisschen nah. Was will er machen? Ihm fällt bestimmt gleich alles ab. Geht doch. Seht ihr, sag ich doch. Okay, die kommen mir jetzt da oben ein kleines bisschen zu nah. Da musst du mal draufgehauen werden. Ja, frisst mal an dem blöden Blatt. Ach du Scheiße. Ich glaube, das mit dem Pak-Choi war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das war mit dem doppelten Sonnenblumen auch keine so eine gute Idee. Ja, start mal neu. Okay, an Betracht der Tatsache, dass da so viele Zombies auf einmal in der gigantischen Geschwindigkeit kommen, müssen wir mit einer Attacke vorgehen. Doppelten Sonnenblumen ist okay. Ne, mit Eiserbschen, ich glaube eher weniger. Das brauchen wir. Das sind die festen Bestandteile. Und dann haben wir nur noch 3 Pflanzen, die wir nutzen können. Das ist doch krass. Dann nehme ich den Kohl für den Multikohl. Und dann die Eisblume. Hoffen wir, dass das eine gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist mir aber jetzt auch egal. So. Kamen ja gleich am Anfang recht viele Zombies. Das hat's ja, ist richtig gut. Und dann kam ja Gott sei Dank auch schon das erste Wasser. Genau, und dann konnte man damit schon mal die ersten Zombies einfach wegnatzen. Die ersten Taucher kamen auch schon. Gott, das ist doch bekloppt. Hey, die gehen auch auf die Taucher. Das ist gut, das ist richtig gut. Da war der Kohlkatapult doch eine gute Entscheidung. Ich brauche mal Sonnenlicht. Blöde Blume. Blume, hallo. Bitte, danke, fein. Die nimmt den jetzt nicht mehr, oder? Doch, das ist gut. Ach,
Du liebe Scheiße, das wird hier ja mal nix. Hoffentlich fällt dem Kerl der Kopf jetzt schnell ab. Der kommt mir leider viel zu nah, da werde ich bekloppt. Doch schon ist ihm der Kopf abgefallen, dann ist gut. Runter mit dir in die Tiefen! Okay, wir haben hier überall schon mal Kohlkatapulte stehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir es damit sonderlich weit bringen werden. Weil wir viel zu wenig Sonnenblumen da stehen haben. Und die Zombies uns noch viel zu nahe kommen. Eieiei. Vor allen Dingen, problematisch wären jetzt die hier. Einen davon konnte ich runterziehen. Der andere könnte jetzt ein so richtig großes Problem werden, du. Können wir da einfrieren, dann kommt er nicht ganz so nah ran. Aber ansonsten wird das jetzt scheiße. Vielleicht mit einem Multikohl. Dafür müssen wir den aber auch erstmal kriegen, ne? Multikohl! Hat jetzt nicht so viel gebracht. Oh, crap. Das ist auch nicht die richtige Taktik. Okay, man kann, ich werde das schon noch eines Tages, wir kriegen das, vielleicht ist die Butter eine gute Taktik. Ja, wir nehmen normale, wir nehmen Butter. Wir nehmen die in die Erde ziehenden, das ist auch richtig gut. Dann brauchen wir Walnüsse, die alles aufhalten. Und dann brauchen wir etwas, das den Wald richtig draufhaut. Die kommen ja aus dem Wasser, also wird das Feuer nicht ganz so viel bringen. Ganz normale Erbsenschussdinger treffen halt auch nicht richtig genug. Vielleicht nehmen wir dann doch die Eiserbsen. Let it risk. No risk, no fun, you know. Oh my god. Erstmal überall Sonnenblumen hinballern. Es kommt auch schon gleich der erste Zombie angewankt. Nein, na, wie geht's dir so? Kann schon mal die Butter drauf. Bon. Sehr gut. Jetzt kommen gleich die ersten kleinen Nervigen. Du kannst ja schon mal Kiel geholt werden. Kiel ist eine schöne Stadt. Gut. Also die Sonnenblumenabwehr steht. Weiß jetzt nicht, dass wir die auch schnell genug damit klein kriegen, aber die Buddha, die Buddha kann das. Die Buddha, ich glaube an die macht der Buddha. Ich glaube an die macht die der Buddha, ja. Glaube ich, ganz fest dran. Das sieht schon mal auf jeden Fall besser aus. Also das Einbuttern ist eine sehr starke Sache. Wir haben damit keinen hohen Massenangriff. Das weiß ich selber. Du kommst da sowas von weg, mein Junge. Das kann ich dir aber gleich sagen hier. Oh oh. Hier unten wird es jetzt richtig knappig. Deswegen möchte ich auch hier entsprechend Eisblumen stellen. Einen davon können wir wegziehen. Riesige Welle von Zombies. Das ist großartig. Da freue ich mich doch total drauf. Das Eis bringt schon mal eine ganze Menge. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt damit auf Dauer über die zu Rande kommen tun. Oh. Es wird alles unnötig knapp. Der Eimer-Zombie muss doch weg. Den kann eh keiner leiden. Oh, Scheiße. Die kommen uns doch auch schon wieder so nahe. Hier, friss mal eine Sonnenblume. Ja, ich sehe ja selber, dass das da oben gerade ein bisschen knapp wird. Hier, mach mal weg hier. Das hat jetzt gar nicht mal so viel gebracht, wie ich gehofft hat. Die da oben ist auch nicht weg. Hä? Weil ich doch definitiv wegknallt. Oh Gott. Vielleicht ist die Nuss ja gleich wieder ready. Hier. Yeah. So. Geh weg. Hau ab.
Also Eis hilft schon. Oh Gott, wir brauchen Multi-Buddha. Oh Gott sei Dank. Jetzt mal eine kleine kurze Sekunde, Augenblick, winzigen Moment von Pause. Mhm. Schnell hier. Der muss weg. Ziehen wir einfach unter Wasser. Sehr gut. Wo sind meine Maiskolben da hinten hin? Was ist passiert? Die standen doch eigentlich alle... Die standen nicht auf Wasser. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Hä, wie haben die denn so schnell wegfressen können? Oh, crap. Das wird nix. Das wird nix. Das wird einfach nix. Können wir vielleicht gerade noch einen nach unten schlingen, aber das wird nix. Wie soll ich denn die große Welle überstehen, wo ich jetzt gar keine Def mehr habe? Das kommen so viele. Heilige Scheiße. Ich kann nicht gerade noch die eine Reihe da retten. Die Reihe hier nicht mehr, aber die Reihe hier unten muss ich unbedingt. Die muss Def kriegen, gute Def. Die müsste auch gute Def kriegen. Oh Gott. Ja, ja, ich sehe ja, liebes Spiel, dass da was auf mich zukommt. Brauchst mir gar kein Warnsignal geben. Und noch eine Sonnenblume, die mir was geben kann. Wie soll ich die denn alle da wegkriegen? Das war doch nix. Ah, no. Ja, die Reihe kriege ich weg. Das ist ja toll. Aber was mache ich mit der da unten? Mit der da oben und der da hinten überhaupt und all den anderen Reihen auch und verschwindet. Ah, guck mal, jetzt muss ich nur noch den da platt kriegen. Ach komm, hier, den können wir wegsaugen. Tja, gut, dass wir so viele Goldmünzen gesammelt haben, ne? Naja, ganz so viel gekostet hat es jetzt auch nicht. Ein Schädel voll Hirnschmalz und ein Sack voller Münzen. Naja, ich weiß nicht, ob man Hirnschmalz bei mir in dem Fall noch das richtige Wort nennen kann, weil ich habe das Gefühl, gerade in der Folge ist mein Hirnschmalz abhanden gekommen. Es ist weggeschmolzen. Ah, oh, versteht ihr? Schmalz und Schmelzen und Schmolzen und... Ach du Scheiße, wir werden sowas von dermaßen verkacken. Aber richtig. Oh mein Gott, das war erst das 7. Level. Wir sehen uns wieder, wenn ich das nächste Mal noch mehr Gehirnschmalz verliere. Ah, ist das lustig?